So, liebe Leute, weiter geht's mit Breaking Point und wir machen heute weiter mit dem nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 13. Was erwartet uns denn dort? Aha, der Grundbrief von Russland. Ja, nach einer beeindruckenden Fortschritte und mit neu gewonnener Konzentration und Zielstrebigkeit hofft Caspar Ackermann, genau wie Alfa Romeo, dass sie auf dieser Leistung aufbauen können. Sie sind auf dem Weg zum Grand Prix in Sochi und das ist der Titel der Saison von F1 2021. Na dann. Ein Anruf. Brian? Caspar, kannst du mal schnell ins Rechenzentrum kommen? Was gibt's denn? Das Team sieht sich gerade die Daten von P3 zu Ende an. Sie wollen ein paar Aspekte der Reifenstrategie mit dir besprechen. Ist ein bisschen spät dafür, oder? Naja, wir wollen eben nichts machen, womit du nicht einverstanden bist. Okay, ich muss nur hier oben erst fertig werden. Wir warten so lange. Wann immer du Zeit hast. Danke, Brian. Jo, gucken wir mal, wie es aussieht. Los geht's mit dem Rennen in Russland. Während des Rennens. Wir von Russland noch 5 Runden zu fahren. Na dann, auf geht's. Unser Ziel ist jetzt die schnellste Runde zu fahren. Wir sind momentan nur der 13. und versuchen es natürlich. Wir sind jetzt 12. Jetzt versuchen wir ein bisschen was ranzukommen. Ich werde die Runde fahren unter den Top 10 abschließen. So, die nächsten beiden sind Gaston Ocon, die Franzosen und die mal. Das sind die zwei, die unbedingt noch vor sind, um den Punkt zu landen. Boah, Alter, oh Gott. So, erster Sektor auf jeden Fall schon mal violett. Nächster ist Butler. Den ich natürlich jetzt noch schauen will und unseren Teamkollegen müssen wir ja noch überholen. Wobei wir vor dem Gruppe von Belgien uns ausgesprochen haben. Ja, vielleicht ist das doch mal irgendwie vom entscheidenden Vorteil. Upsi, das war keine Absicht, habe ich bis heute rausgekommen. Jackson von Bayern 1. Letzte Runde. Nächstes Alonso. Auf den wir jetzt auflaufen. Erstmal Latifi vorbei. So, die zwei haben wir kassiert. Wow, da war ein Körper, der mir gerade ganz schön abgehoben hat. So, Leclerc hat jetzt hart, der wird das wahrscheinlich nicht das größte Problem sein. Sind wir auf 5, also schaffen wir sogar in die Top 10. Aufs Podium. Dazu müssen wir aber erstmal die zwei da vorne kassieren. Wir haben noch 3 Runden, aufpassen, dass wir nicht zwei rausrutschen. Was mit unserer Torspielerkarriere weitergeht, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ne? Liegt immer so ein bisschen an der Zeit von mir und von uns beiden eigentlich. Das muss immer gut abgetimt sein, abgesprochen sein. So, nächste Schritt runter. Das
So, mein Ziel ist es natürlich, den Ricciardo, den Bottas da vorne noch abzufangen und vielleicht nochmal ein Podium zu holen in Russland. Da haben noch zwei Runden Zeit. Oder können wir das Ding hier noch gewinnen? Wir sind momentan sehr fix unterwegs, aber naja, schauen, was die zwei Hamilton und Verstappen da vorne noch fabrizieren. Das regnet sich, oder? So, vorbei an Ricciardo, sind wir schon mal Vierter, jetzt sind wir noch Bottas und dann sind es weitere 10 Sekunden zu Norris, gar nicht mal Verstappen oder Hamilton, sondern Norris. So, den Bottas schubst sich jetzt erstmal vom Podium, da laufen wir nämlich jetzt gleich auf. Und davor ist dann Verstappen, okay. Deshalb muss ich den Bottas mir kassieren. Die zweite Runde haben wir hier. So, schön auf der Langkurve außen vorbei, innen rennen und dann habe ich den Bottas. Und jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, jetzt in ein, zwei Runden, dass ich vielleicht wieder vorne noch kassieren kann. Sollte ich da relativ zeitnah rankommen, ist es eine Möglichkeit, diesen Grand Prix noch zu gewinnen. Aber das ist das Problem. Das war das Ranfahren. Es sind immer noch über 7 Sekunden. Und es ist nicht Verstappen, es ist Perez. Also Perez und Norris zu den ersten beiden. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Da muss ich jetzt irgendwie rankommen, so schnell es geht. Vielleicht kann es in der letzten Runde noch ein Fotofinish von 3 auf 1 geben, aber... Boah, da muss ich jetzt rausziehen. Ich dachte, ich kriege hier noch einen Windschatten gehalten, den Norris, aber den... So, jetzt haben wir noch Perez vor uns. Sache, wenn ich drankomme, kann ich den Grand Prix gewinnen. Normal überholt. Ganz fair. Platz gelassen. Muss jetzt ein bisschen was am Gas, aber es hat funktioniert. So, die letzten zwei Kurven und dann haben wir es geschafft, die Geräteflagge kommt und wir gewinnen den großen Preis von Sochi. Yes! Absolutely awesome, just amazing, well done.
Großartige Leistung von Alfa Romeos Kasper Ackermann heute. Er hatte die schnellste Runde, Steffen. Ja, und es passiert nicht so oft, dass sich jemand, der nicht für die drei Top-Teams fährt, diesen Extrapunkt holt. Alfa Romeo schien heute eine eher aggressive Reifenstrategie zu haben, aber es hat sich ausgezahlt. Unglaublich. Alfa Romeo kann jetzt durchaus um einen guten Platz im Mittelfeld mitkämpfen. Und wer weiß, vielleicht werden sie am Ende sogar noch Vierter. Sie werden sehr zufrieden sein. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Sache, Alfa Romeo heute hier ganz oben zu sehen. So, damit haben wir auch das Grand Prix von Russland. Das ist ja zwischendurch jetzt mal eine kurze Folge. So, Brian ruft an. Brian. Kasper, ich wollte nur sagen, toll, dass du die schnellste Runde gefahren bist. Den Punkt können wir wirklich gebrauchen. Ja, das Team hat gute Arbeit geleistet. Und du bist gut gefahren, Kasper. Also, gratuliere. Danke. Hey, es gibt Gerüchte, dass du die Team-Dinner-Party morgen schwänzen willst. Muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Ich komme zur Dinner-Party, Brian. Wir haben Grund zum Feiern und einen tollen Ort dafür reserviert. Es wird dir gefallen. Kommt Zoe auch? Das lässt sie sich nicht entgehen. Großartig, sehr schön. Freust du dich schon drauf, Kasper? Los, sag ja. Ich werde auf jeden Fall da sein. Naja, immerhin. Wir sehen uns dort. Danke, Brian. Jo, dann haben wir's. Gut. Ach, noch ein Anruf, okay. Zoe. Hey, Zoe. Hey, hallo. Alle reden über die Team-Dinner-Party. Wir gehen immer noch dahin, oder? Sieht so aus. Ach komm schon, Kasper. Du wirst diese Veranstaltung vermissen, wenn du nicht mehr dabei bist. Wir werden sehen. Warum habe ich nur einen so übellaunigen Kerl geheiratet? Weil er charmant genug ist, um das auszugleichen. Da habe ich was anderes gehört. Du darfst eben nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen. Was machst du gerade? Nur E-Mails und so. Okay, ich glaube, ich gehe zurück zum Hotel. Wir sehen uns dort. Ciao. Jo, dann haben wir's. Und wir gehen dann ins nächste Kapitel, und zwar morgen um 14 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.